Hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge Nordfries Schimasch. Gar nicht wahr, ich bin komplett verwirrt. Bus-Simulator natürlich. Wo wir auf unseren Kollegen warten, dass der wegfährt. Uah. Das gestrige Radiointerview mit Ted Kaine, dem Stadtplaner, war wirklich informativ. Der Typ weiß, wovon er redet. Pünktlichst wie die Maurers. Eine Fahrkarte haben wir noch. Genau, wir sind halt noch dabei, bevor 20 Fahrgäste von zu nach der nächsten Haltestelle. Vergiss nicht, jede Konversation ist insgeheim eine Konversensation. Und ich hoffe, dass das jetzt im Endeffekt reicht, wenn wir die Leute da abladen und die neuen Leute aufnehmen. Ich muss zum Arzt und Ihre Busverbindung passt einfach perfekt. Ich habe mich letzte Woche nicht gut gefühlt. Trinken wir noch ein Schlückchen. Ein toller Tag. Sonnenschein, glasklares Wasser. Meine Frau meint, das war die Sonne. So lange im Boot auf dem Wasser, da kann einem schwindelig werden. War sie schon mal an? Kollege, was wird das? Alter, was eine massive Hupe. Alter Vater. Ja, wir steigen jetzt hier aus und schauen uns mal jetzt die neuen Aufgaben an. Ich stelle eine perfekt ausgeglichene Route zwischen Sunkiss, Ellipse Bay und St. Antonio. Verbessere die Stufe von Sunkiss auf 3 Fahrer eine Route mit Hauptverkehrszeiten am Mittag zur Mittagszeit in 10 Minuten. Wo müssen... Eieiei. Erstelle eine perfekt ausgeglichene Sunkiss Early Bay Eclipse Bay und San Antonio. Alter, ist ja voll die Mega-Route. Erstelle eine perfekt ausgeglichene Route zwischen Sunkiss Eclipse Bay ist hier und San Antonio. Ei. Das ist ja voll die Mega-Route, Alter. Erstmal müssen wir jetzt erstmal diese Route löschen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall genug Mie, also mindestens ein paar Haltestellen. Komm, wir erstellen die von hier. Und die hält nicht hier irgendwo drin, das ist ja volle Tüdel. Obwohl. Dann checken wir den auf 10. Tut's nicht, Kacke.
Ja, das sieht doch schon ganz geschmeidig aus hier. Eine Route. Dann würde ich noch fast sagen, Routentyp ändern. Und dann eine Schnellreise und kaufen wir uns jetzt direkt einen Bus für die Route. Mein Gott, wir haben 700.000 auf dem Konto. Da werden wir jetzt wohl irgendein Busmodell finden, was wir noch nicht hatten. Die hätte ich halt schon ganz gerne, muss ich ja sagen. Aber geht nicht. Leider auch noch nicht. Die sehen einfach nur hässlich aus. Komm, wir kaufen uns einen neuen Mercedes, ist mir doch egal jetzt. Kein Elektro. Elektro will ich nicht. Citaro G. Testfahrt. Auf geht's. Ich finde den einfach schön. Der sieht halt einfach richtig schön aus. So. Mir gefällt der Bus. Ich fahre den halt auch nicht ohne Grund total gerne. Jo. Und vor allem kostet nur 280.000. Da ist ja schon fast Schnäppchen. Alter, Vollzeitbus. Citaro G. Annahme. Und ja, ich weiß, ich fahre aus der verkehrten Einfahrt raus. Ja, ich weiß. Top hier mit dem hohen Bordstein. Macht richtig Sinn. So, na Route. Hier war ich auch schon. Hier bin ich schon mal lang gelatscht. Ne, gar nicht. Doch, hier oben bin ich auch kurz lang gelatscht. Ein bisschen. Nicht so weit. Doch, hier bin ich schon voll lang gelatscht, glaube ich, oder? Doch, hier bin ich schon lang gelatscht. Hier vorne habe ich das komische Eigen gefunden. Und da müssen wir noch eine Route zur Mittagszeit fahren. Da werden wir wahrscheinlich wohl irgendwas Passendes haben, gehe ich mal davon aus. So, jetzt müssen wir hier mal ja gucken, dass ich hier mein Multitasking verbessere. Das auch erledigt, Tupili. Sachen nebenbei am gucken. So, jetzt fahren wir hier noch. Zweispurig. Das aber schon schnick. Ich weiß gar nicht, wo ich einsetzen muss, Alter, wenn ich dann 1,5 Minuten sein muss. Na, ich sitze an Haltestelle 13. Warum nimmt der nicht einfach die nächste Haltestelle? Die sind noch Saddam genug. Der fährt ja hier so ein reiner Stadtbus, der halt kurz über der Autobahn fährt wahrscheinlich, aber ja, sieht halt schon ganz schön aus, muss ich ja sagen, wie es ist. Kann man ja kaum lästern. Weißt
Erste, was wir machen. Wir machen das jetzt anders. Der hat ja eine offizielle Route. Wir steigen da jetzt aus. Lassen den wegfahren und setzen dann gleich nochmal neu ein. Wenn der Haltestelle 13 einsetzt, dann setzt er irgendwo hier hinten erst ein, Alter. Das ist ja voll belastend. Wir machen das so, das müsste auch klappen. Was setzt der denn jetzt ein? Seit wann haben wir Fahrgäste im Bus? Oh, der Bus ist ja schier voll, Alter. Aber wir müssen zur Haltestelle 16, 3,5 Minuten. Könnte klappen, würde ich sagen. So, wir müssen hier mal ganz kurz stehen bleiben. Hier ist sie. Was? Klar, so. Hier. Oh, hier. Augenblick. Ich dachte, da ist jetzt eine gekauft. Hier, bitte. Na klar. Hier, klar. Hier ist die Fahrkarte. Oh, war mir nicht klar. Hier ist ein Foto meiner Katze, sie heißt Mountie. Na klar. Hier, bitte. Alter, der Bus ist ja pappelfappel voll, Alter. Moment. Hier. Komm, da wird jetzt aber nur noch ein zweiter dabei sein. Einen Augenblick. Gestern hatte ich einen. Oh nein. Haben Sie nicht mich verloren? Drei Stück. Mein Gott, hat ja gelohnt hier. Sie hat sich gestern beim Wandern den Knöchel gebrochen. So. Ich glaube, die Route schaffen wir erst morgen ganz zu fahren, oder? Wir machen ja hier den ganzen Tag nur Kaffeekränzchen und kriegen ja nichts auf der Kette. Leicht vergessen, dass ich ein Gelenk hinten dran habe. Und mein Bus vielleicht ein paar Meter länger ist. Aber egal. Die Prüfung war die schwerste dieses Jahr. Meine Freundin sagt immer, ich wäre genauso wie Consuela aus Spring of Affection. Wer schläft denn hier? Kann ich jetzt mal wieder übernehmen? Warum fährt bei mir der Bus nicht mehr? Einstellungen. Fahren und linken.
Guck mal, ob der CP-Fahrer mit Tempos fahren kann. Oder ob ich einfach nur so dumm bin. Bewegt sich ja, aber irgendwie kommt nichts. Aber nicht mal mit WASD bewegt er sich. Das schaue ich mir morgen an. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Tschüss.